بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, wir machen weiter mit der 61. und 62. Frage, was sich immer noch auf die Eigenschaften Allahs bezieht. Der Autor sagte, dass sich die Eigenschaften in zwei Kategorien teilen, in Dhatiya und Fi'liya. Das heißt, Eigenschaften, die sich auf sein Wesen beziehen und Eigenschaften, die sich auf seine Taten beziehen. Die Gelehrten sagen auch, fügen noch eine dritte Kategorie hinzu, wo sie sagen, es gibt auch Eigenschaften, die sich auf das Wesen und auf die Taten beziehen gleichzeitig. Das haben wir inshallah ta'ala in unserer anderen Unterrichtsreihe Lum'atul I'tiqad nochmal genauer erklärt, die ihr inshallah ta'ala bald auf Hassanat Institut werden könnt. Er sagt hier mit der 61. Frage, was sind die Beispiele aus Koran für die Eigenschaften, die sich auf seine Taten beziehen. Er bringt hier die Verse. Und Allah sagt, und sich hierauf dem Himmel zuwandte und ihn dann zu sieben Himmeln formte, und er weiß über alles Bescheid. Erwarten Sie etwas anderes, dass Allah in Schattendächern aus Wolken zu Ihnen kommt? Also hier das Kommen wird beschrieben. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein werden. Und er sagt, O Iblis, was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, was ich mit meinen Händen erschaffen habe? Das geht alles auf die Taten zurück, auf die Taten Allahs. Das hat jetzt nicht direkt mit dem Wesen zu tun. Als nur sein Herr dem Berg offenbar erschien, ließ er sich in sich zusammensinken. Gewiss, und Allah sagt weiter, und gewiss, Allah tut, was er will. Allah tut, was er will. Und das sind einige Beispiele über das Tun von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir können über das Tun auch, wie schon in dem letzten Unterricht erwähnt, könnten wir auch sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala eben spricht und ruft und so weiter, könnte man auch dazu nehmen. Und viele teilen das in eine dritte Kategorie auf. Wallahu alam, der Sheikh hat das hier in die zwei Kategorien aufgeteilt und wir behalten uns inshallah ta'ala erstmalig an das Buch. Und dann sagt er mit der 62. Frage, was sind die Beispiele aus Sunnah dafür? Er bringt den Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo es heißt, unser Herr, der Segensreich und der Erhabene, begibt sich gnädig in jede Nacht zum Himmel dieser Welt, also er kommt herab sozusagen, wenn das letzte Drittel der Nacht übrig bleibt. Ja, das Herabkommen in dem Fall. Und dann sagt er weiter, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith über die Fürsprache, dann kommt Allah zu ihnen in seinem Bild, welches sie kennen, und er sagt, ich bin euer Herr und so weiter. Wir meinen hier mit der Eigenschaft der Tat das Kommen Allahs und nicht das Bild. Na, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, wenn man das hier so lesen wird. Also achtet jetzt gar nicht darauf, auf die Übersetzung, weil immer auf die Übersetzung ist immer so eine Sache. Im Arabischen. Wir wollen jetzt auch gar nicht darauf eingehen, sondern eher, es geht hier darum, über die Taten Allahs, und das wird hier das Kommen angesprochen. Dann bringt er weiter, der Gesandte Allahs sagte, Allah, der Segensreiche und Erhabene, wird am Tag der Auferstehung die Erde in seinem Griff nehmen, die Himmel mit seiner Rechten zusammenrollen und sprechen, ich bin der König, wir sind heute die Könige der Erde. Ja, alles Taten von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nachdem Allah die Schöpfung vollbracht hatte, schrieb er mit seiner Hand für sich selbst, wahrlich, meine Barmherzigkeit überwiegt meinen Zorn. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, im Hadith, als Adam und Musa miteinander sprachen, da sagte Adam zu ihm, du bist doch Musa, Allah hat dich vor den Menschen auserwählt durch sein Wort und mit seiner Hand auf die Tafel geschrieben. Ja, das Sprechen Allahs sowie seine Hände sind Eigenschaften seines Wesens. Sein Sprechen ist eine Eigenschaft des Wesens und der Tat. Also sein Sprechen ist eine Eigenschaft des Wesens und der Tat. Hier bringt es nochmal, was ich hier erwähnt hatte, dass manche eben sagen, es gibt auch Eigenschaften, die sich auf Wesen und die Tat besprechen. Also sein Schreiben der Tora ist eine Eigenschaft der Tat. Und zuletzt bringt er den Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, Allah reicht seine Hand nachts, damit der Sünder des Tages bereue, und er reicht seine Hand tagsüber, damit der Sünder der Nacht bereue. Naam. Also wie wir gesehen haben, teilen sich die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala in zwei Kategorien, oder besser vielleicht sogar in drei.
Eigenschaften, die sich nur auf das Wesen Allahs beziehen, Eigenschaften, die sich nur auf die Taten Allahs beziehen und Eigenschaften, die sich auf die Taten, auf das Wesen und die Taten Allahs beziehen können. Das ist Allahu a'lam die korrektere Einteilung. Der Autor hat es in zwei eingeteilt, das ist inshallah auch nicht schlimm, weil er eben alle Bereiche trotzdem abgedeckt hat. Das sind halt inshallah so zweit- oder drittstufige Informationen über die Aqida, die Eigenschaften, Namen und Eigenschaften Allahs, die ebenfalls sehr, sehr wichtig sind, da es viele Gruppierungen gibt oder viele Menschen gibt, die darin in die Irre gegangen sind. Und also um genau zu nehmen, haben sie selber angefangen, Vergleiche anzustellen und dann haben sie angefangen, andere Sachen, Namen und Eigenschaften zu verleugnen. Und das hat sie selbst in ihre Irre geführt. Grundsätzlich ist die Regel von den Namen und Eigenschaften zu Allah subhanahu wa ta'ala oder von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir daran glauben, so wie es offenbart wurde, auch wenn der Ausdruck oder das Wort an sich uns bekannt ist, so ist das Wie oder die Art und Weise, die Beschaffung uns unbekannt. Ja, das sind so die bekannten Sachen. Also wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er hat eine Hand, dann wissen wir, was eigentlich eine Hand ist. Aber wir wissen nicht, wie das bei Allah subhanahu wa ta'ala gemeint ist. Ja, wir wissen nicht die Art und Weise, wir wissen nicht die Beschaffung, wir wissen nicht wie. Und wir fragen auch nicht nach dem Wie. So wie es gekommen ist, so nehmen wir das, akzeptieren wir das, glauben wir daran, ja, ohne es zu verdrehen, ohne es zu interpretieren, ohne es umzudeuten, ohne irgendwelche anderen Sachen damit zu machen oder gar es zu verleugnen, aber auch ohne nach dem Wie zu fragen, akzeptieren wir das und glauben daran. Inshallah ta'ala. Das ist das Verständnis von Ahl Sunnah wal Jama'a bezüglich den Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, fajazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.